Ich bin wieder zurück, bereit für meine Vernichtung. Mach mir einen Deal. Du gibst mir deine Hauptstadt und die Stadt auf der Insel ab, wir machen Frieden und greifen gemeinsam die Holländer an. Das muss ich mir nochmal angucken und durch den Kopf gehen lassen. Aber dann gibst du mir alle anderen Städte, die du geholt hast, zurück. Na. Dann vernicht mich. Und so Katzenhandel lasse ich mich nicht leider. So, sind alle da? Yes. Das ist meine Hauptstadt. Du stehst eh schon vor meiner Hauptstadt. Ja, aber dann kann ich gleich umdrehen und nach Holland gehen. Du kannst auch jetzt umdrehen nach Holland gehen. Das hält dich niemand ab. Das ist Effizienzsteigerung, ey. Beeindruckend. Kannst auch gleich zum Gummibaum, also. Der ist so weit weg. Ja, der, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Also Memo an mich selber, in der Zukunft die Gegner sofort angreifen und vernichten, solange ich noch dreifache militärische Stärke habe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mother Earth has many gifts for you, King Mbemba and Singer. Welche Stadt auf welcher Insel meinst du? Die nördlich von deiner Hauptstadt. Warum schaut jetzt bei mir schon wieder so aus, als wäre ich im dunklen Zeitalter? Bei mir lädt's noch. Die nördlich von meiner Hauptstadt. Wartet auf Gummibaum, jetzt geht's. Bin aber nicht im dunklen Zeitalter-Spiel. Alter. Wenn ich dir die Hauptstadt gebe, dann habe ich so ein Loyalitätsproblem, dass ich alle Länderstädte auch verliere. Das macht keinen Sinn für mich. Dann kann ich die anderen zwei Städte nicht halten, das kann ich vergessen. Die verliere ich dann. Weil der Druck viel zu groß ist. Genau, das hat ja nicht so funktioniert, wie ich wollte. Das ist nämlich das Problem bei der ganzen Sache. Was will ich meinen? Ja. Ich geb dir die Inselstadt oder lässt mir meine Hauptstadt? Ja, aber dann kann ich die Inselstadt nicht halten. Na, schauen wir mal. Ja, aber so kannst du deine auch nicht halten. Die rebellieren in einer Runde. Ja, aber jetzt habe ich einen Gouverneur nicht da. Jetzt. Ja, aber wenn ich dir, wie gesagt, wenn ich dir meine Hauptstadt gebe. Dann sind meine anderen zwei Städte auf der Insel auch weg, weil ich kann die dann nicht halten. Also entweder ich lasse von den zwei Städten ab, die du jetzt geholt hast, und wir machen Frieden. Ich gebe da wegen mir die oberen Insel noch dazu. In Gottes Namen. Und du lässt mir meine Hauptstadt und lässt mich in Ruhe. Alles andere macht loyalitätstechnisch für mich keinen Sinn. Oder du musst mir einfach überrennen. Schau mal, Loyalität. Na, jetzt haben wir nicht mal 100 Runden-Time. Ja. Jetzt können sie einen ganzen diplomatischen Gipfel abhalten. Es ist jetzt einfach gerade wichtig. Ja, du, lasst euch Zeit. Ich könnte mir noch Popcorn holen aus dem Kino und dann einfach so daneben sitzen. Hast du Schlüssel? Ja. Aber es ist ein bisschen weit weg. Bist du eigentlich Vorführer? Ja, also das auch. Aber es ist nicht mehr so, dass du da die Filmrollen wechseln musst und so ist alles digital. Du musst es nur programmieren. Aber hast du das Videokassette einschieben? Na, das ist einfach so ein Job, der sich ergeben hat. Ja, ich finde die alte Technik, glaube ich, ziemlich interessant eigentlich. Mit den Rollen wechseln. Ja, also mein Chef hat das eben... Die Tonspur, dass das alles passt. Mein Chef hat das früher gemacht und hat gesagt, das ist alles überromantisiert, das war unglaublich nervig. Das ist viel geiler jetzt mit dem PC. Aber ich habe es nicht gemacht. VLC-Player an und lädt mich, ne? Hast du es überlegt? Nicht ganz so, aber fast. Ich glaube, das kommt... Du verstehst dich ganz schlecht.
Das funktioniert dann realitätstechnisch für mich nicht. Na gut, da muss ich mich halt überrennen. Ich meine, da kann ich es nicht ändern. Ach, Kohli, versuch's doch mal. Lass doch den Schwabenboy im Spiel. Nee, ist doch in Ordnung. Wenn er sagt, es funktioniert für ihn nicht, dann ist das okay für mich. Schwabenboy, das ist jetzt nur für dich. Hör auf, ich mach YouTube-Aufnahme, mach aus. Stimmt, ja. Moment, Kohli, warte mal kurz, ich verstehe dich jetzt gerade. Jetzt nochmal. Ursprünglich wollte ich eigentlich ja eh nur die zwei Städte haben und dann auf den Holländer losgehen. Du, ich geb dir die zwei Städte. Und die Insel. Wir können da eh noch nicht Frieden machen, es sind noch keine 8 Runden, es sind noch, dauert noch 3 Runden. Aber du könntest ja schon mal zurückziehen. Ich geb dir die Insel oben auch, ja. Okay, na gut, mach was so. Und dann ziehst du dich aber zurück mit deiner Armee. Ja, läuft schon. Okay. Da bin ich jetzt gerade mit dem blauen Auge davon gekommen, wenn man gerade noch. Ja, ja, das war doch mal diplomatischer Erfolg hier. Multiplayer. Absolut. Sehr schön habt ihr das gemacht. Könnten sich die Israelis und Palästinenser noch was abschauen? Ja, die haben ja keine Kosake. Stimmt, ja. Anno? Ja. Noch zu tun? Ja. Oh, wow. Also. Den haben wir da entdeckt. Wer haben denn das Leute ins Mikro? Wer auch immer es war, hat wieder aufgehört. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin's nicht. Sonst ich kann mich das nicht hören, das ist ja das Schlimme. Also ich war's. Okay. Du hast Russland entdeckt, mein Beileid. Ja. Wie ist denn das? Kohli. Oh Gott! Ja, aber mein Beileid, sag ich doch gerade. Obwohl, naja, dazwischen ist so ein Niederländer, der ist so wie so eine Pufferzone. Ja, aber das ist das stärkste Spiel im ganzen Spiel. Ja, aber der Niederländer ist bald nicht mehr, so wie das gerade geklungen hat bei Kohli mit den Kosaken, die... Also ich schieße jetzt nicht auf dich, okay? Ja. Okay, im treuen Glaube einfach mal jetzt. Ja, da muss sich jetzt der Kohli auch dran halten, also wir waren alle Zeuge, sonst... Alle müssen sich dran halten, sonst... Gibt's hier... Kein Popcorn. Wow, was für eine Erpressung. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen hart, aber man muss manchmal durchgreifen. Also wenn der Chef das sagt. Ja, mach ich es halt hier, oder? Da hinten geht das ja eh nicht. Sag mal, habe ich nicht eigentlich... Yo, what the... Was? Habe ich nicht eigentlich... Oh, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil... Oh mein Gott, ich bin so blöd. Na, Kohli? Ich will es trotzdem lieber hier bauen. Könnte ich noch da unten ist nochmal eine Stadt von den Holländern. Dann hätte ich mir die greifen, hä? Welche Stadt? Eindhoven. Ja, ja, die kannst du bauen. Ich will nur die auf der linken Seite da bringen. Okay. Aber ich muss mir erst wieder Militär aufbauen, die nächste 50 Runden dann. Irgendjemand hat mir alles kaputt gemacht. Ich muss auf dich schießen, ich kann meine Runde sonst nicht beenden. Okay, dann halt das aus. Sorry, du machst keinen Schaden an den. Ja, 10 mache ich Schaden in meiner Stadt mal wo, ja. Problem ist halt, ich konnte meine Runde sonst nicht beenden. Ginge der auch schon so? Ich glaube, ich habe noch nie nicht auf wen geschossen, wenn ich es konnte. Nee, du wolltest. Oder die Challenge macht, dass ich mich keine Fernkampfeinheiten. Ah. Oder ich habe nur einen Schaden gemacht und dann sagt der Spiegel drauf, wer befördert wäre von der gegnerischen Einheiten. Ja, und dann ging sie auch nicht. Stimmt.
Das ist alles schon wieder so lange her. Das ist das typische Kurzzeitgedächtnis. Ja, ja. Muss mir wieder überlegen, was ich jetzt als nächstes mache, nach den Mapuche. Gott sei Dank verschafft mir das hier ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Die Mapuche? Achso, mein Let's Play. Ja. Vielleicht probiere ich diese Mod aus, die ihn wer gelinkt hat. Was ist das für eine? Ja, das ist Smoother Difficulty. Scheinbar haben sie da weniger Startboni. Aber die Boni, die sie Langzeit bekommen, die KI, sind noch besser als auf jetzt auf Gottheit. Okay. Kannst du bitte sterben? Du stirbst schon wieder nicht. Okay, danke. Doch gestorben. Gut, 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 ciao. Sollte ich aber deinen Kostake denn wegziehen? Ah! Nee, das Mal vergesse ich's. Weil sonst muss ich nochmal drauf schießen mit meiner Stadtmauer. So leid's mir tut, ich will es nicht, aber. Du musst nur noch mit der Niederländerin in Krieg gehen, dann kommt sie weg. Du bist überhaupt nicht zu verstehen. Okay, was? Du musst nur der Niederländerin in Krieg gehen, dann geh ich weg. Okay. Du erklärst uns der Krieg und mich denunziert sie. Toll. Was hab ich gebrochen? Und dann, naja, ich kriege ja gleich den Handwerker. Das sind meine. 1, 2, 3. Vielleicht lässt du mir von Antananarivo dann ab. Das. Ja, ich auch nicht. Die habe ich schon, oder? Ja. Also ich müsste nicht unbedingt hier, aber ist eigentlich auch ein nettes Plätzchen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Warte, ich habe das noch gar nicht gemacht. Oh. Oh. Da war ich mir nicht im Klaren. Wo sind denn die alle? Oh shit, jetzt sehe ich erst, wie groß die Karte ist. Ah, ich bin ganz im Westen. Ah, die sind da alle wahrscheinlich, oder? Auf diesem Fleckchen. Wie, hast du die Erdzeitlede Stadt gemacht, oder wie? Was? Die Erdzeitlede Stadt gemacht, hast du mir nicht gesehen, wie groß die Karte ist. Nein. Ich bin ja weit abgeschlagen in der Wissenschaft. Die machen alle mehr als ich, sind alle schneller als ich. Das will ich jetzt aber nicht so sagen. Der Koli fetzt Wissenschaft aus. Ja, der fetzt ja überall rum. Das habe ich aber auch schon in euren Let's Plays gesehen. Allein wie viel Kultur der gemacht hat. Die berühmte russische Stadt Damaskus hier, okay. Ist ja schon. Ja, das Wunder gleich vom Anfang, das reißt mich voll nach vorn, der Tempel von Artemis. Ja, hast du super viele Lager, oder was? Ist doch das Lager-Ding, oder? Ja, jede Bonus-Ressource in der Umgebung von vier Feldern zählt als Luxusgut und das... Ja, das hilft viel, ist klar. Na, das glaube ich nicht, Checker. Wenn die Stimme von weiter herkommt. Das Mikro ist noch nicht so gut, glaube ich. Kohlis Mikro ist nicht so gut. Mikroqualität und spielerische Qualität ist quasi umgekehrt proportional. Je schlechter das Mikro, desto besser wird gespielt. Echt? Ich mag den aber gar nicht. Ach so, schon wieder so einer. Naja, das könnte noch interessant werden zumindest. Die Frage ist nur, wie... Cool, ich hab dir mal was geschickt, wie abgesprochen. Oh, halt, nee, stopp, ich hab was vergessen. Lehne mal ab.
Da ist Shepherds neben mir. Die, wie heißt die? Der Meta. Toll, jetzt muss ich dann noch die Hälfte meiner Luxusressourcen alles geben, weil ich sonst noch gar nicht mehr habe. Na toll. Mit der Stadt da oben. Ein großes Kino. Ja, nimm's halt. Lebt glücklich und in Frieden. Oh, verhandelter Frieden. Ja, ich habe mich mehr gekostet, als ich dachte, dann, weil ich geschlafen habe. Ich geb dir den Fuchs. Nein, den brauche ich nicht, den habe ich selber. Was brauchst du? Nix, vergiss es, lass es gut sein. Im Moment gerade will ich von dir nichts gegen dich, aber im Moment gerade will ich von dir einfach gar nichts. Ich bin gerade noch ein bisschen angefressen auf dich, aber ist okay. Lass uns mal eine 5 Runden nochmal schwätzen. Ich muss jetzt das erstmal verdauen. Ich sag dich nichts Persönliches, das ist einfach. Für was ist das nochmal gewesen? Den Gips, der tut mir halt immer an die Pferde, der mir am meisten weh. Die Pferde kannst du haben. Ja, der wenn man einschließt, das Pferdevorkommen, das ich habe, dann mache ich am meisten weh. Aber ja, beim Mikro, dass wir in meinem Maluka eh keinen Wert haben, also für die Merkse ist es eigentlich relativ egal. Was wollte ich jetzt genau? Nee, hier wollte ich. Den jetzt? Ja, okay. Habe ich jetzt doch da machen sollen. Es ist wahrscheinlich schon. Rome und Julia kannst du schreiben. Holy Scheiße. Wo ist das hingebaut? Da, okay. Den Ölproblem werden wir wohl nicht. Danke. Wieso warnst du mich, Gogo? Ich tue dir gar nichts. Ich hab keine Ehre. Aha. War mir tot. Das noch nicht. Jetzt haben wir euch jetzt zu Groningen innerhalb von einer Runde geholt. Jo. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. So langsam glaube ich echt, ich verstehe das Spiel nicht.
in einer Runde Hauptstadt für das stärkste Ziel im ganzen Spiel. Cheater! Im militärischen Stärke von 833, der holt die Hauptstadt innerhalb von einer Runde. Ja, überhaupt keine Einheiten da, ich glaube, der hat nur Schiffe. Nee, der hat die ganze Einheit drüber bei Antananarivo. Oh, good point. Ja, aber dafür brauche ich Schiffe, oder? Da. Na. Kann man das eigentlich oder kann man sie nur angreifen? Let's try. Dann bauen wir hier halt doch noch was anderes. Boah, das Amphitheater nicht wirklich. Wobei kann ich doch. Ich kann nicht eh da rein. Ah, jetzt habe ich wieder alles übersehen. Okay, sure. Man. Nein. Pardon. Oh. Ich hab dir noch was vorgeschlagen, Sepsis. Oh, okay. Ja, ich ignoriere das irgendwie die ganze Zeit. Ich auch. Ich hab deine Freundschaftsanfrage auch bis jetzt gerade nicht gesehen gehabt. Aber wenn du Gummibar mal schicken musst, muss ich sagen, weil sonst passiert es, dass es 48 Runden nicht mehr. Richtig. Ich habe keine Stadtsteuerung von 73 haben, das ist unglaublich. Oh, das ist aber. Das ist aber lieb. Ja, wieso nicht? Was ist lieb? Ach nee, das war ja der falsche. Ja, okay. Ich dachte, das kam von dir. Oder vom. Ich kann hier einen Hafen von Sparta bauen. Geil. Ich kann in Sparta einen Hafen an die Insel bauen, die aber nicht auf der gleichen, also an eine Insel bauen, die nicht die Insel ist, auf der Sparta eigentlich ist. Das finde ich wunderbar. Das muss ich vielleicht einfach nur aus dem Grund schon mal machen. Muss man das jetzt verstehen, oder? Nein, man muss auf meinen Stream schauen, damit man es versteht. Sparta okay. Liegt auf einer Insel und dann ist daneben okay. Noch eine Insel. Und ich kann den Hafen von Sparta an die andere Insel bauen. Na, wenn es im Einzugsbereich liegt, warum nicht? Ja, voll. Aber es sieht halt extrem lustig aus. Weil der Hafen von Sparta liegt jetzt auf der Insel von Mbila. Okay. Also das Feld, nur das Küstenfeld ist im Einzugsbereich vom Sparta. Das Landfeld, an das der Hafen gebaut wird, ist 4 Felder weg von Sparta und damit eigentlich okay. Nicht mehr im Einzugsbereich. Ja, okay, ist auch wieder wahr. Auch wieder wahr, Schäger. Wollte ich da nicht Ihnen das machen? Ah ja, kann ich das jetzt? Ey! Nice. Gehen wir uns Handwerkchen holen. Wieso gehe ich mit dir eigentlich dahin? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Du.
Oh, swear not by them. Oh, Anno, grüß dich. Ja, das habe ich jetzt auch erst gesehen. Hallo, wieso bist du? Nee, du stehst mit dem Speer vom Haufen vor Hatin. Oder wassern die? Ach da, oh Gott, ist er angekommen. Er ist angekommen, ja. Ja, das ist, den habe ich mal irgendwann, weil hier hinten nichts mehr zu erkunden war, losgeschickt. Da hieß es irgendwie 30 Runden, das war letztes Mal noch. Okay. Hätte ich den fast vergessen. Den Arme. Alter, Fall, also das russische Reich zu umsegeln, das ist auch irgendwie so eine Jahrzehntesaufgabe, oder Jahrhundertaufgabe hier, oder? Ich weiß nicht, wie groß die sind, ich habe keine Ahnung. Da oben! Das Moskau, das ist aber a bit close for comfort. Ja, schon der nächste, sag mal, der marschiert durch, wie wenn's nichts wäre, wie wenn man auf Siedler spielen würde. Ich wollte gerade sagen, die Pufferzone in Irlanden hat irgendwie nachgelassen, merke ich hier gerade so ein bisschen. Ja, der marschiert durch hier, Kohli, wie wenn wir auf Siedler spielen würden. Beeindruckend, echt. Und so weitergeht es in einer Viertelstunde, gibt es keine Niederländer mehr. Militärischer Notfall. Das war sehr optimistisch. Interesting. Gegen wen? Gegen Peter. Kriegt der nee. Gold auch noch? Nee, ich halte mich da raus. Da halte ich mich raus. Nee. Eine Freundschaft oder willst du mich auch gleich angreifen? Mit dem Speer, genau, ja klar, komm. Ich weiß nicht, was noch hinterherkommt. Ich habe dir gerade alles geschickt. Ich habe offene Grenzen, Freundschaft, Botschaft, alles rübergejagt, was ich habe. Ah, okay. Wolltest du dein Speerle raushauen? Ja, der hängt ja in so einer Bucht irgendwie aus 4 Feldern von dir fest, wo man sich noch drin bewegen kann. Das war auch eher ein Fehler. What the fuck? Ist es wegen der orthodoxen Ostkirche, ja? Ah. Okay. Sure. Nein, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Mir ist schon wieder abgestürzt. Dein Spiel? Ja. Das ist jetzt okay, aber letztes Mal nicht passiert. Was ist denn los jetzt? Jetzt haben sie das neue Update gemacht, wo dieser Loader drin ist. Am Anfang.